Hallo und herzlich willkommen im Keller zum Adventskalender. Denn in der Adventszeit will man sich ja auf alte Traditionen, das ist schon ein bisschen arrogant, ne, mit der Adventszeit, egal. Ganz kleiner Disclaimer muss ich an dieser Stelle noch schnell loswerden, nämlich über das Thema Handschuhe, das Thema heute ist nämlich Handschuhe, habe ich schon mal irgendwann vor vielen Jahren mal was erzählt, aber da Handschuhe nun mal ein Kleidungsstück sind, was man im Sommer, außer als Schutzhandschuh natürlich, nicht braucht, ist das halt ein tolles Winterthema und drum wollten wir nochmal über Handschuhe reden. So war zumindest der Plan und dieser Plan wird jetzt auch umgesetzt, ob ihr wollt oder nicht, beziehungsweise wenn ihr nicht wollt, dann könnt ihr auch einfach ausmachen. Und ich wollte einfach mal zu diversen meiner Handschuhe referieren und im Gegensatz zu dem sehr alten Video hätte ich inzwischen auch noch ein paar mehr Vor- und Nachteile, die ich zu den einzelnen Handschuhen sagen kann. So, und damit legen wir auch schon los. Handschuhe habe ich nämlich reichlich. Möchte anfangen mit so einem Modell hier. Ja? Das ist ein reiner Wollhandschuh, den habe ich auch schon früher in diversen Videos mal getragen, woraufhin dann wieder der ein oder andere wissen wollte, wo kriegt man denn so einen Handschuh her? Der sieht aber praktisch aus. Ja, also die Finger hier gucken raus, dafür hast du dann hier so eine Klappe und kannst diese Klappe, bin übrigens ein bisschen erkältet, also wirklich nur erkältet, ja, nicht das Ding mit C, aber bitte um Entschuldigung, ich habe einen gewissen Zeitdruck für den Adventskalender und daher kann ich jetzt nicht warten, bis ich wieder völlig frei von unappetitlichen Störgeräuschen bin und versuche jetzt halt mein Bestes. So, also mit dieser zusätzlichen Kappe hier kann man da ein Fäustling draus machen. Diese Kappe ist allerdings ziemlich dünn, daher je länger ich diesen Handschuh besitze, desto weniger doll finde ich den. Eine Zeit lang fand ich ihn wirklich sehr, sehr toll, weil das ist halt schon praktisch, dass man dann schnell die Finger griffbereit hat. Ist gerade für Fotografen interessant, für Leute, die mit Dingen draußen hantieren, interessant. Dinge, die ein gewisses Feingefühl, Fingerspitzengefühl insbesondere erforderlich machen, da hilft das dann schon. Aber erstens, wo kriegt man so einen Handschuh her? Ich habe keinen Schimmer. Ich habe den damals in Schottland gekauft im Ben Nevis Visitor Center. Das müsste 2005 gewesen. Na, früher 2000. Ach, egal. Jedenfalls lange, lange her. Und das gibt es da garantiert nicht mehr. Also habe ich keinen Schimmer, wo man so einen herkriegt. Tinsulate ist die Marke. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Das gibt es auch, glaube ich, bis heute irgendwo zu kaufen. Die machen recht viele Handschuhe, aber ich glaube, den gibt es so nicht mehr. Ne? Also rein Wolle, 100%. Dachte ich zumindest immer, dass der rein Wolle wäre. Vielleicht ist er auch Acryl. Hier drin hat es dann noch so ein lustiges Futter. Aber dadurch, dass das hier wirklich, wirklich dünn ist, diese Kappe, ist der eigentlich nur wirklich so als kleiner Übergangshandschuh zu gebrauchen, wenn es noch nicht richtig, richtig kalt ist auch nicht mehr so warm, dass man gänzlich ohne Handschuhe rumlaufen möchte. Aber wirklich, diese Kappe bringt halt nicht viel. Und weil ich da jetzt nach und nach nicht mehr wirklich mit zufrieden bin, auch der Befestigungsmechanismus, das ist hier so ein winziges Klettdingens, hier auch nochmal so ein winziges Klettdingens, die benutze ich nicht mehr so viel. Ja, ich hätte euch mal irgendwann früher erzählt, dass die ganz doll sind. Ich habe mir allerdings inzwischen, da gibt es auch einen zweiten von, ja, also meine Paare Handschuhe sind tatsächlich nur vollständig. Inzwischen habe ich über Umwege mir aber auch diese Prachtexemplare hier besorgt und Umwege bestehen darin, dass das, ich glaube, die gibt es so jetzt inzwischen auch nicht mehr, habe ich mir sagen lassen, aber Angabe ohne Gewehr, das sind ausrangierte Posthandschuhe, ja, vom Briefträger, Zusteller heißen die ja offiziell. Und die sind jetzt ähnlich, von der Konstruktion her, ähnlich wie die Dinger aus Schottland, aber die haben etwas mehr Knopfhoff. Warte, das zeige ich beim anderen auch mal gleich. Und wer an sowas rankommt oder irgendwo im Internet einen ähnlich aufgebauten Handschuh entdeckt, ist das für Fotografen und für Leute, die filigrane Dinge in der Natur tun wollen, ist das ein richtig, richtig toller Handschuh. Insbesondere halt eben auch noch für Temperaturen, die nicht bollekalt sind, wo man aber trotzdem eben schon einen Handschuh haben möchte. Und der hat jetzt erstens mal hier wieder so ein Fingerteil für die Fingerkuppen. Ja. Und das sitzt auch richtig gut.
gut. Ja, das sitzt auch fest, wenn man das nicht braucht. Hier ist viel Klett, ja, und hier ist auch viel Klett, dann kann man das auch richtig festmachen. Und dann ist das ein bisschen mühsam, da dann die insbesondere kalten Finger, wenn sie dann mal kalt sind, reinzubekommen. Aber man kann ja dann noch mit dem Daumen nachhelfen. Noch geheimnisvolle Zusatzfeatures dabei sind. So, aber jetzt. Ja, also das mag ein, die sind, meine sind auch ziemlich eng, ne? Aber ja, ich bin froh, dass ich überhaupt an welche rangekommen bin. Und ja, der gelbe Streifen müsste wegen mir nicht sein. Ich würde auch dieses Postsymbolchen da mal noch abbrennen. Weil, naja, nicht, dass da Verwirrung entsteht. Aber dann sind die halt so in diesem Zustand schon durchaus warm und die Fingerkuppenbox hier, die nützt auch wirklich was und rauskommen geht relativ schnell, wie man sieht. Und wenn man jetzt ganz viel Fingerspitzengefühl braucht, dann hat man halt eben auch noch einen Daumen. Und das ist das Problem. Hier hat der Daumen keinen solchen Schlitz. Der Daumen bleibt halt immer eingepackt und ein Daumen ist halt schon vielleicht einer der eher wichtigeren Finger, vorsichtig ausgedrückt. So einen opponierbaren Daumen zu haben, ist ja durchaus ein großer Vorteil, den wir Primaten so mitbringen, was die Fingerfertigkeit angeht. Also diese Handschuhe, die mag ich im Grunde wirklich sehr, 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 sehr gerne optisch. Also ich mag halt keinen gelben Streifen am Handschuh haben. Vielleicht kriegt man den gelben Streifen auch irgendwie. Ich frage mal Frau. Frau kennt sich ja aus mit Textilverarbeitung. Ich befürchte, den gelben Streifen wird man nicht abbekommen. Das gelbe Etikett hier theoretisch schon. Ja, also wer da irgendwie drankommen kann oder irgendeinen vergleichbaren Handschuh kennt, also die kann ich wirklich wärmstens empfehlen, gerade eben für Leute, die auch mit irgendwas hantieren wollen im Walde. Ja? Also so ist es zwar nur ein Fäustling und dann lässt dann die Fingerfertigkeit fehlen, aber du hast halt die Wahl zwischen keiner und voller Fingerfertigkeit. Theoretisch kann man da drunter natürlich auch noch irgendeinen sehr, 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 sehr dünnen, wie gesagt, die sind mir relativ eng, aber es gibt hier auch noch eine Ausziehhilfe, hier so eine Lasche, mit der man das dann recht gut ausziehen kann. Wie gesagt, je nachdem wie nass und kalt und ja, theoretisch leichter ausziehen kann. Ja, je nachdem wie nass und kalt die Hände sind. So, Seitz steht hier, die Glove Factory. Vielleicht finden wir bei der Firma Seitz ja auch eine Nicht-Post-Version dieses Handschuhs. Ne? Nur damit ich es mal gesagt habe. Gut. Dann unter der Kategorie ganz normale Handschuhe hatte ich lange Jahre die Dinger hier im Einsatz. Die sind von Mammut. Es ist also ein Markenhandschuh, relativ dünn, das heißt, da passt auch noch ein anderer Handschuh ganz gut drüber. Und das war auch der Plan, dass ich einfach für Touren, bei denen es dann doch sehr kalt wird, eine Möglichkeit haben wollte, einen Handschuh über den Handschuh anzuziehen. Aber inzwischen habe ich irgendwie größere Hände gekriegt. Früher hat das mal funktioniert. Nehmen wir den, der ist noch etwas geräumiger. Und dann kann man da tatsächlich einen Handschuh über den Handschuh ziehen. Und dann ist das auch sehr, sehr warm, was uns dann auch zum einzigen Verwendungszweck dieser Handschuhe, jetzt der äußere, führt, mit denen ich nämlich eigentlich sonst so glücklich gar nicht bin, so rückwirkend betrachtet. Aber die hier hatte ich mir vor allen Dingen deswegen gekauft, weil, ja, kann man das sehen, ja hier am Daumen zumindest, die haben so Touch-Teile. Und mit diesen Touch-Teilen kann man dann logischerweise ein Dutch-Teil, Dutch-Teil ist glaube ich bayerisch oder eine Abwandlung von bayerisch und mein Smartphone, also etwas, wo man drauf rumdutscht, wie dem auch sei jedenfalls. Damit ging es mal, einigermaßen ein Smartphone zu bedienen, aber die Erfahrung hat gezeigt, weil die halt auch nicht mehr ganz gut aussehen. Ja, ich kann da vielleicht versuchen, ein bisschen näher, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die zerbröseln langsam, diese Auflagen hier. Beim anderen, wo ist der andere? Hier ist der andere. Sieht das noch erheblich schlimmer aus? Da ist die Auflage inzwischen gänzlich abgerieben vom Zeigefinger, weil es ist die rechte Hand bzw. der rechte Handschuh und der wurde häufiger verwendet. Das ist also nicht so richtig zweckdienlich. Ansonsten bin ich mit denen noch ganz zufrieden. Die sind aus Vlies, ja, muss man dazu sagen. Und keine Löcher, keine größeren, kleines bisschen halt eben so
Knollenbildung, ne, der Peeling-Effekt oder wie das heißt, das hat irgendeinen Namen. Das Vlies, das dazu neigt, dann halt irgendwann solche kleinen Kügelchen auf der Oberfläche zu bilden vom abgeriebenen Material. Aber davon mal abgesehen, bin ich mit denen eigentlich schon noch ganz zufrieden, außer dass dieser Touch-Effekt sich halt eben verabschiedet hat. Und diese Flächen, die sind irgendwie, würde ich heute nicht nochmal kaufen, wie ein Handschuh, der solche Flächen aufweist. Von meiner Frau gibt es da diesbezüglich noch eine alternative Variante. Das finde ich ganz interessant. Ich hoffe, ich passe da rein zum Zeigen. Ja, gerade so. Das Modell hat jetzt auch Touch-Bedienung, und zwar am Zeigefinger einen anderen Stoff als der Rest und am Daumen einen anderen Stoff als der Rest, sodass du quasi auch irgendwelche Multitouch-Gesten und sonst was mit den Dingern machen kannst. Aber die Touchfläche ist aus einem normalen Material und ist nicht einfach ein aufgeklebtes Stück Plastik oder ähnliches. Und ansonsten diese Wabenstruktur hier, die soll für mehr Grip dienen. Das sind so die primären Übergangshandschuhe von meiner Frau, die sie sehr gerne verwendet. Die sind wohl irgendwie von Bergzeit, wie man hier lesen kann, nur der Vollständigkeit halber. Also auch das finde ich eine ganz clevere Lösung, zumal das hält eben länger als so ein aufgedrucktes, aufgeklebtes Plastikplättchen in Anführungszeichen. Ja, also wer Interesse daran hat, Handschuhe zu haben zu wollen, die so richtig, richtig lange heben, dann würde ich eher zu so einer Textilien als zu so einer Plastiklösung greifen. Sehr teuer, aber dann tatsächlich auch recht praktisch waren diese hier, vergleichsweise teuer, ne? Handschuhe bringen einen schon nicht völlig in den Ruin, aber die sind von The North Face, das sind nach wie vor meine Primärhandschuhe. Das habe ich bestimmt, ihr habt auch hier schon ein paar Mal an meinen Pfoten gesehen. Wirklich der Handschuh, den ich so standardmäßig auf den allermeisten Unternehmungen dabei habe. Wenn es heißt, nimm irgendeinen Handschuh mit, dann und es ist was Größeres, was man vorhat. Wenn es nur eine kleine Sache ist, dann ist ja egal, aber dann ist es meistens der hier. Die haben auch Touch, hier ein kleines Symbolchen, so technischer Art. Ich glaube, das ist doch so ein An-Aus-Knopf-Symbol oder sowas, wenn man das überhaupt kennen kann. Und der gesamte Handschuh, also das komplette Material, das hier irgendwie an den Fingerkuppen verarbeitet ist, sieht nicht anders aus als das Material der Umgebung der Hand sozusagen, aber ist alles Touchbildschirm bedienfähig. Der Fairness halber muss man allerdings sagen, im Lauf der Jahre hat die Zuverlässigkeit, dass das funktioniert, ein bisschen abgenommen. Man kann immer noch problemlos einen Anruf entgegennehmen, also diesen blöden Balken darüber schieben. Man kann nach wie vor problemlos das Ding zumindest irgendeine App aufmachen und da mal reingucken, auch ein bisschen was hin und her wischen funktioniert. Tippen würde ich allerdings mit den Handschuhen nicht wollen, ne? Auch wenn das ursprünglich mal ging, da hat das ein bisschen nachgelassen im Lauf der Jahre. Außerdem in der Mitte hier noch so ein Anti-Grip-Gummi, das ist tatsächlich ein Gummi, also Gumminopselchen auf Textil, das funktioniert ganz gut, hat aber auch schon gewisse Abnutzungserscheinungen, wo es da andere. Ja, insbesondere hier eben, wo man dann auch wirklich einmal mit Trekkingstöcken unterwegs ist. Diese dann auch fast, ja, also in der Beuge quasi, wenn ich diesen hier mache, dann in dem Bereich haben wir die Abnutzungserscheinung. Aber ich habe die Handschuhe auch wirklich schon sehr, sehr viel verwendet und daher kann ich mich diesbezüglich nicht beklagen. Also von The North Face bisher so meine universellsten Handschuhe. Wärmetechnisch würde ich sagen, so bis ein paar Grad minus völlig überhaupt kein Problem. Auch wenn man länger hockt bei ein paar Grad minus, sind die noch schön warm. Und wenn es dann noch kälter wird, dann kommen natürlich noch andere Maßnahmen ins Spiel. Also entweder noch ein Innenhandschuh hier dazu. Da hatte ich auch mal früher, aber die habe ich inzwischen entsorgt. So super, super dünne, die nur als Innenhandschuh konzipiert waren. Die waren aber derart dünn und filigran, dass die mir dann einfach kaputt gegangen sind. Und mit sowas ganz filigranen und dünnen kann ich ausrüstungstechnisch dann gar nicht so viel anfangen. Kommen wir nochmal zu den Teilen hier von Jack Wolfskin mit Windstopper. Windstopper hat man vielleicht schon mal gesehen, dieses rote Schild, das wird inzwischen, glaube ich, nicht mehr so häufig verbaut. Das ist Gore-Tex-Windstopper. Das ist so das leichteste, in Anführungszeichen, Gore-Tex-Material, was die Schutzwirkung angeht. Es sorgt einfach nur dafür, dass kein Wind durchkommt. Dementsprechend sind die Handschuhe winddicht. Sie haben aber ein Problem. Die haben auch zum Schutz des Handschuhs selber hier eben so ein Material aufgebracht, sage ich jetzt mal. Aber dieses Material, das ist zu zäh, das ist zu fest. Das fühlt sich an, als ob man da einfach ein Stück Plastik drauf genäht hätte. Und im Laufe der Zeit
aus Plastik verschwinden ja nach und nach die Weichmacher. Ja? Das ist ja auch der Grund, weshalb man vielleicht nicht aus derselben Plastikflasche 17 Jahre lang trinken möchte oder irgendwie sowas, wo man dann irgendwann die Weichmacher zu sich nimmt, beziehungsweise das Plastik dann auch irgendwann ein bisschen an Stabilität verliert, weil die Elastizität verloren geht durch eben besagte Weichmacher. BPA-freies Plastik kennt man ja. Da ist der Weichmacher BPA schon gar nicht mehr, Bisphenol A heißt das übrigens eigentlich, ist da schon gar nicht mehr drin. Und hier war wohl mal irgendein Weichmacher in dieser Plastikkomponente, der sich aber inzwischen auch verabschiedet hat. Und dementsprechend wird das hier jetzt langsam so ein bisschen spröde, feste, kaum noch elastisch. Und das fühlt sich, wenn man den Handschuh trägt, extrem mühsam an, als hätte man wirklich so eine Plastikplatte in der Hand. Gerade wenn man hier diesen macht. Nee, also es ist einfach von der Haptik her sind die nicht mehr schön. Ich werde die übrigens jetzt demnächst auch mal entsorgen, weil ganz ehrlich, warum? Ich habe so viele Handschuhe, warum sollte ich die noch anziehen? Die können tatsächlich weg. Dann gibt es solche Varianten hier. Die mag ich gerne, weil sie mir optisch gut gefallen. Das ist ein Acrylhandschuh. Einfach Acrylwolle. Ist das der mit dem Loch? Nein. Ist dahingehend ein Problem, beziehungsweise für die Stadt ja ganz schön, nur ohne jegliche Verstärkungen im Inneren, nutzt der sich, wenn man dann auch Dinge anfasst, recht schnell ab. Und hat, seit ich ihn verwende, schon die eine oder andere Faser auch gelassen und dann nutzt sich, da kommen dann so die einzelnen Fäden quasi langsam raus und das ist ein bisschen schade, beziehungsweise es ist halt einfach ein Stadthandschuh, kein Outdoor-Handschuh, der auch was aushält und insbesondere, wenn der dann in Kombination mit dem ein oder anderen Feuerchen verwendet wird, dann gibt es Probleme in Form von so einem Loch zum Beispiel, also das ist dann ganz, ganz schnell weggeschmolzen und ja, das ist natürlich dann auch ein bisschen ungut. Ja, also ich würde schon für einen Waldhandschuh auf eine zumindest minimale Feuerfestigkeit Wert legen. Das Problem bei den meisten Kunststoffhandschuhen, das sind ja meine Standardhandschuhe hier auch, ist halt, ja, wo soll die herkommen? Es ist halt nun mal letztendlich ein Kunststoff und der ist nun mal brennbar, beziehungsweise ein Funken brennt da schnell ein Loch rein. Das heißt, das wäre mit denen hier wahrscheinlich auch passiert, wenn ich da einen größeren Funkenkontakt gehabt hätte. Und damit kommen wir dann zu den Handschuhen, bei denen das kein Problem darstellt. Heute zum Beispiel immer noch zu kriegen und für wenig Geld sind die Bundeswehr-Lederhandschuhe, die mal zur großen Paradeuniform getragen wurden, zum großen Diener heißt er so. Die finde ich optisch ja ehrlich gesagt sehr schick, insbesondere wenn man hier dann so eine glänzende Faust machen kann. Ich mag die irgendwie sehr gerne. Die sind aber nicht sehr warm. Ne? Das ist also wirklich bestenfalls ein Übergangshandschuh. Bringt ein kleines bisschen was, bringt nicht wirklich viel. Ist aber aufgrund dessen, dass die für, als ich das letzte Mal geguckt habe, für ca. 10 Euro das Paar zu kriegen waren und ein Volllederhandschuh ist, also das ist wirklich Lederleder, nicht vegan, ganz klar, ist das schon ein sehr, sehr guter Preis. Also für einen richtigen Lederhandschuh, das kriegt man eigentlich sonst nicht für das Geld. Ne? Also garantiert nicht. Und da sind die schon nach wie vor ganz, ganz toll. Größen sind inzwischen etwas eingeschränkt, dass nicht für jede Hand unbedingt die Größe noch zu kriegen ist, wenn man die noch käuflich erwerben möchte. Aber ich mag die schon eigentlich recht gerne. Ich hatte mal, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, auch noch die Winterversion von denen hier. Die sind dann noch leicht gefüttert, also innen wattiert. Das macht die Sau nicht wirklich fett. Die werden dadurch jetzt nicht bolle warm. Aber ja, sie sind dann auch nicht ganz so nur Übergangshandschuh. Ich würde die Dinger aber auch, beziehungsweise nutze die Dinger auch ganz gerne. Ich habe da auch mehrere Paar von inzwischen. Weil man weiß ja nie, wann es die nicht mehr gibt. Ja, und dann möchte man vielleicht für den Rest seines Lebens Vorrat haben, falls doch mal ein paar kaputt geht. Und die waren ja nie als Arbeitshandschuh konzipiert. Aber genau dafür nutze ich die. Insbesondere fürs Rumhantieren am Feuer. Da bieten sie keinen großen Hitzeschutz, aber einen wunderbaren Funkenschutz. Einen wunderbaren Schutz, wenn man sich mit irgendwelchen Harzen, Wachsen und Ähnlichem bekleckert. Eben der Funke direkt daheim auf die Hand oder auf die Haut fallen kann und solche Sachen. Da sind die schon richtig, richtig nützlich. Und ich weiß nicht, ob es das
Jasper ist oder das andere. Zwei habe ich aktuell in Verwendung, das ist das eine davon. Ein Paar hat auch schon wirklich so den ein oder anderen Feuerkontakt gehabt, aber man sieht da nichts von. Einfach weil das ist halt Leder, das braucht wirklich lange, bis das anfängt so weit zu schwelen, dass man da auch richtige Schäden erkennen kann. Also mal eben einen Funken drauf, da passiert so gut wie nichts. Daher, irgendwelche Lederhandschuhe kann ich nur wärmstens empfehlen. Natürlich, je dicker, desto stabiler, klar. Aber dafür sind die auch wirklich schön für filigrane Fingerspitzenarbeit erforderliche Dinge geeignet. Allerdings nicht Touchscreen-kompatibel, leider. Das wäre doch toll. Ja, aber ja. Aufgrund Preis-Leistung kann ich also diese Bundeswehr-Lederhandschuhe, man findet sie im Internet größtenteils unter Bundeswehr-Lederhandschuh, blau oder sowas, ja, oder Ausgeh-Lederhandschuh, weil das ist, wie gesagt, ursprünglich in keinster Weise ein Arbeitshandschuh, sondern für Parade gedacht gewesen. Drum sind die auch in gewisser Weise etwas schick, wenn man auf sowas steht. Ja, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis. Ähnlich wie... Waren mal zwischendurch teuer, inzwischen sind sie wieder günstig zu haben, sind die Kampf- oder Schießhandschuhe der Bundeswehr. Passt farblich sehr gut zu meiner Jacke. Wer die nicht kennt, das ist auch die Unterziehjacke Kälteschutz, die immer noch zur aktuellen Uniform, glaube ich, gehört, die Soldaten heutzutage auch noch tragen. Und die zieht man dann unter den Parka drunter als zusätzliche Isolation. Das ist so ein wattiertes Polyester-Material, ist tatsächlich ziemlich warm und hat halt diesen saumäßig tollen hohen Kragen hier. Wenn man dann draußen unterwegs ist und hat keinen Bock auf einen Schal, muss man sich das nur bis oben zumachen. Also da, ja, sehr empfehlenswert. Also ich mag die total gerne. Und sie hat diese lustige Brusttasche, die nutze ich auch gerne für irgendwelche Speicherkarten und Regenschirmhüllen offensichtlich. Häufiger mal nicht reingeguckt. Oh, was ist da noch drin? Da ist noch mehr drin. Was ist das? Oh, Äste. Ah, ja, das kommt vor. Es kommt häufiger vor, dass ich in irgendwelchen Kleidungsstücken, die ich lange nicht mehr anhatte, irgendwie den halben Wald finde. Ja, gut, wie dem auch sei, jedenfalls diese Handschuhe finde ich deswegen so cool, weil sie zum einen mal, je nachdem wie gut die passen, hier einen Knöchelschutz haben. Weil, wenn man jetzt wirklich irgendwo im Gelände unterwegs ist, dann sind die Knöchel, dass man sich die irgendwo abschrappt, wenn man irgendwo reingreift oder sonst wie, an den Waldboden, zwischen ein paar Felsen durch, dann bleibt man meiner Meinung nach wirklich mit den Knöcheln gerne mal irgendwo hängen und schrappt die sich auf. Und drum haben die hier eben noch so ein Knöchelschutzband, um zu verhindern, dass man sich die Knöchel aufschrubbt. Braucht man vielleicht nicht unbedingt, ich finde es aber praktisch. Ansonsten, sie haben hier eine Textile, das ist Baumwolle-Seite. Sie sind auch sehr lang geschnitten, sodass man sie auch über der Jackenärmel ziehen kann oder halt eben sehr weit unter die Jackenärmel. Die schließen gut ab, das sorgt auch für ein durchaus zusätzliches bisschen Wärme, weil besonders warm sind die jetzt auch wieder nicht. Die sind noch ein Ticken wärmer als die Dinger. Aber kein wärmender Handschuh im klassischen Sinn und schon gar nicht winddicht. Also durch die Baumwolle hier auf der Oberseite pfeift der Wind durch. Also zum Fahrradfahren zum Beispiel ziemlich ungeeignet, wenn es da wirklich um einen wärmenden Handschuh gehen soll. Die textile Seite ist aber meiner Meinung nach sehr, sehr praktisch im Vergleich zu Handschuhen, die nur eine smooth Plastikoberfläche haben, in Anführungszeichen. Also smooth sagt man ja heutzutage so, ja, ist ja wurscht. Aber hier hast du mit dem Bereich auch wirklich eine Möglichkeit. Das mag jetzt unhygienisch sein, ist aber in der Praxis draußen in der Natur manchmal schon ganz hilfreich. Man kann die Dinger ja waschen, wenn man hier diesen machen kann. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich ist das schon tatsächlich de facto ein Vorteil, auch wenn das vielleicht ein bisschen unappetitlich ist. Wie gesagt, man kann die waschen. Das passiert auch regelmäßig. Gut, Innenseite voll Leder, mehr oder weniger das gleiche wie der hier. Man sieht es auch an der Farbe, das ist auch dasselbe Leder. Und das bietet nochmal einen prima Schutz, mechanischen Schutz, einfach wenn man irgendwas anfassen möchte. Also zum Beispiel irgendwie mit den Brombeeren hantiert, dass man also eine einzelne Brombeerjaranke kann man mit denen, wenn man jetzt nicht super fest zugreift, kann man da schon so ein paar Brombeerranken mal aus dem Weg halten, wenn man irgendwo durchs Brombeergebüsch möchte im Wald. Man kann damit zum Beispiel auch ganz gut mit Kastanien, Esskastanien, die sind wirklich pieksig, wenn ich weiß, was ich meine, der sollte mal damit ein bisschen hantieren, kann man auch prima damit sammeln. Man tut sich dann hin und wieder trotzdem weh, weil man mit der
Textilseite an der Kastanie rankommt. Und da geht natürlich dann der Stachel sofort durch und aua. Daher auch nur die Vorderseite als Schutz. Aber ich mag die wirklich gerne. Und dadurch, dass sie halt eben mit dieser Textilkomponente noch eine gewisse Wärmeleistung haben und gefühlt eben noch etwas wärmer sind als die da, sind das schon auch tolle Herbst, Frühjahr, nicht tiefster Winter, aber Herbst, Frühjahr Handschuhe, beziehungsweise man kann die da natürlich jetzt auch noch, wenn es dann sehr kalt wird, mit irgendeinem anderen Handschuh kombinieren und da kommen leider jetzt nur die bald zu entsorgenden Jack Wolfskin Dinger in Frage, weil nur die jetzt inzwischen mir noch, ich muss irgendwie größere Hände gekriegt haben oder ich habe damals meine Handschuhe immer zu klein gekauft, ich weiß es nicht. Aber man kann da ja theoretisch wirklich jetzt auch jederzeit noch einen anderen Handschuh drüber ziehen. Sieht natürlich blöd aus, weil kaum ein normaler ziviler Handschuh ist so lang. Aber dann hast du immer noch eine gewisse Beweglichkeit und spätestens jetzt ist das Ganze auch durchaus warm, wenn auch noch nicht ganz bolle warm. Aber da jetzt die Bundeswehr sich ja auch was vorgestellt hat, hoppala, wie sie denn vorgeht, wenn der arme Soldat mit seinen Schieß- und Kampfhandschuhen feststellt, oh, es ist kalt, was macht denn dann der arme Soldat? Ja, dann gibt es die Bundeswehr Winterfäustlinge. Und die sind auch saumäßig cool. Ich brauche die nur selten, weil so kalt wird es selten. Aber die passen halt wunderbar auch zum Kampfhandschuh. Nicht jede Militärausrüstung ist gut, nur bei weitem nicht. Es gibt so einzelne Ausrüstungsgegenstände, die man auch ganz gut brauchen kann. Aber dazu gehört meiner Meinung nach halt auch wirklich der Kampfhandschuh, zumal es den ja in Oliv gibt und nicht nur in Flecktarn. Es gibt ihn auch in Flecktarn, wohlgemerkt. Und in Oliv finde ich ihn dezent genug, dass man den auch das Ding hier. Ich mag das auch gerne, weil es halt eben nur Oliv ist und nicht gleich Flecktarn. Flecktarn laufe ich nicht gerne mit rum. Ja, da scheiden sich ja die Geister und auch in den Kommentaren und mit alle möglichen Meinungen zu. Aber ich persönlich mag nicht in Flecktarn rumlaufen, das wirkt einfach zu paramilitärisch. Und ich will nicht gesehen werden, wie ich will nicht für einen paramilitärischen Spinner gehalten werden, auf gut Deutsch. Ja? Auch wenn das tolle Klamotten sind, praktisch, nachhaltig, weil Second Use, ne? Beziehungsweise Second Hand. Und naja, egal. Zurück zu den Winterhandschuhen. Die haben jetzt auch wieder das gleiche Leder auf der Innenseite, sind also wie alle Militärausrüstungen für langfristige Verwendung ausgelegt und wirklich, wirklich lange, lange haltbar. Die sind ja auch gebraucht, aber die haben noch überhaupt keine Verschleißspuren. Die paar Mal, die ich sie benutzt habe, das war ehrlich gesagt wirklich nicht so oft, haben sie auch keinerlei Verschleißspuren abbekommen und die sind sogar wasserdicht. Bis zu einem gewissen Grad, also offiziell ist das Gore-Tex-Material, was für ein Gore-Tex, lässt sich heute nicht mehr rausfinden und das wird im Laufe der Zeit vielleicht auch nicht unbedingt haltbarer, aber Schnee zum Beispiel war noch nie eine Schwierigkeit, ist da noch nie durchgegangen und man kann mit dem Ding jetzt immer noch einen Trekkingstock zum Beispiel greifen und dann wandern im Winter oder einen Skistock, wenn du Skilanglauf machen möchtest zum Beispiel. Also das funktioniert mit den Dingern nach wie vor. Dann haben sie hier noch diese schöne Schnalle zum Festziehen, dann kannst du es auch nicht verlieren, egal wie viel Mühe du dir gibst. Was ja auch ein Thema ist, weil theoretisch kann einem so ein Fäustling ja eigentlich ganz einfach von der Hand gezogen werden, aber nicht, wenn man ihn hier halt eben fixieren kann. Finde ich also auch sehr praktisch. Außerdem kommt dann nichts an kalter Luft mehr irgendwie in den Handschuh rein. Und ich merke schon gerade, so langsam fängt schon meine Hand jetzt an zu schwitzen, weil das ist jetzt echt warm. Die sind auch dick gefüttert. Ja, das kann man hier so ein bisschen erahnen, wie viel Material das eigentlich ist. Also die Kombi, irgendein normal warmer Handschuh, da passt man natürlich nicht nur mit den Bundeswehr-Kampfhandschuhen rein, sondern kann selbstverständlich auch zum Beispiel jetzt hier eben meinen North Face. Wo sind sie? Wo ist der andere? Ach, egal, nehmen wir den. Mit denen passt man hier natürlich auch noch rein. Also die sind ja wirklich geräumig, darum ist es ja auch ein Fäustling. Und dann ist aber wirklich kein Thema mehr, dass man irgendwie kalte Pfoten hätte. Die sind schwer, die sind für einen Handschuh wirklich bemerkenswert schwer. Man möchte sie also vielleicht nicht unbedingt auf eine, was weiß ich, wie viel Tagetour mitnehmen, von denen nur ein Tag erwartet wird, dass es sehr, sehr kalt ist. Aber dafür, wo die gedacht sind, also wirklich Aktivitäten, bei denen so niedrige Temperaturen quasi dauerhaft vorherrschen, dass man die auch gerne anhat, dann spielt auch das Gewicht keine große Rolle mehr, dass man da so einen dicken Handschuh an der Hand hat. Man wird da eher froh drum sein, dass einem halt eben nicht die Pfoten abfrieren. Ja, und
das ist es im Grunde gewesen. Ne? Also die Moral von der Geschichte, gebrauchte Militärhandschuhe machen richtig Sinn und sind auch günstig, solange es die noch gibt. Bisschen Überlänge, aber ja, Ausrüstung, Geschwafel, da verliere ich mich schnell im Redefluss. Ich bedanke mich, ich hoffe, es war vielleicht der ein oder andere brauchbare Tipp dabei und ansonsten bis morgen. Macht's gut!